Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video Haushalt mit Kindern, so geht's. Meine 5 Tipps, wie ich das mache, um wirklich auch im Beisein der Kinder putzen zu können. Weil das ist eine Frage, die ich sehr, 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 sehr oft auch im Mama-Coaching gestellt bekomme, dass viele Mamas einfach davon überfordert sind, dass sie nicht wissen, wann sie das wie umsetzen sollen. Deswegen möchte ich heute 5 Tipps mit euch teilen, wie man den Haushalt mit Kindern gestalten kann. Und der erste Tipp, den ich geben möchte, ist, welche Interessen haben denn die Kinder? Also wir kennen das selber von früher, als wir Kind, Jugendliche waren. Es gab so Aufgaben, die haben wir einfach nicht gerne gemacht. Und wenn wir die dann machen mussten, da hatten wir halt einfach keinen Bock drauf. Und da hatten wir auch schlechte Laune und da gab es Streit. Und deswegen ist bei mir, die Kinder machen die Aufgaben, auf die sie halt Bock haben. Also Svea ist so ein typisches, sie möchte mit wischen, sie möchte mit fegen. Und dann darf sie das auch. Dann bekommt sie auch einen Staubwedel in die Hand und darf mitmachen. Sie bekommt auch einen kleinen Lappen mit in die Hand und darf hier mit wischen, während ich wische. Oder sie bekommt, also sie hat halt auch einen Besen und so eine kleine Kehrschaufel und so einen kleinen Kehrbesen. Und dann darf sie halt mitmachen, wenn ich hier kehre. Man muss dann halt auch immer so ein bisschen Geduld haben und sich auch immer wieder in Erinnerung rufen, dass das jetzt gerade nur ein 3-jähriges Kind ist, was hier mitmacht. Aber so ganz langsam heranführen und mit den Sachen, auf die sie halt Bock haben. Vince ist eher so der Typ, also Putzen an sich ist jetzt nicht so seins, aber alles, was so helfen ist, also im Sinne von helfen, den Tisch zu decken, irgendwas zu holen, irgendwas ranzubringen, wenn ich irgendwas repariere, dass er mir damit hilft, mit Dinge mitgibt oder so. Das ist was, was Vince zum Beispiel gerne macht. Und da halt einfach gucken, in welche Richtung gehen denn die Interessen der Kinder und dahingehend die Kinder dann auch einzubinden und ihnen jetzt nicht irgendeine Aufgabe aufzustülpen, auf die sie halt keinen Bock haben, gerade wenn die so klein sind. Da ist halt von vornherein diese Einstellung, Haushalt putzen, oh nee. Und so führt man sie ganz langsam heran. Die machen etwas, auf was sie Bock haben, was Spaß macht und das finde ich viel harmonischer und idyllischer auch. Das zweite ist, natürliche Putzmittel verwenden. Dadurch müsst ihr euch halt keine Gedanken machen, dass die das irgendwie schlucken oder weiß der Geier was. Und was ich da zum Beispiel habe, ich habe so Sprühflaschen und habe mir mit den ätherischen Ölen von doTERRA da einiges zusammengemischt. Also hier ist jetzt zum Beispiel Essig und Wasser drin und wilde Orange, also das ätherische Öl wilde Orange. Und das ist so ein Allzweck-Allesreiniger. Da habe ich noch 2 andere verschiedene und so habe ich mir einfach natürliche Hausmittel, Putzmittel zusammengestellt und muss mir da keine Gedanken machen, wenn die Kinder mit benutzen oder damit einfach in Berührung kommen. Wenn euch dazu nochmal ein extra Video interessiert, ja, das war ein ordentlicher Satz, dann schreibt es gerne in die Kommentare, dann mache ich nochmal ein Video zu meinen natürlichen Putzmitteln. Drittens ist Kooperation belohnen. Und Kooperation bedeutet zum einen natürlich, dass sie diese Aufgaben mitmachen, was wir gerade in Punkt 1 besprochen haben. Und dann halt auch nicht das Ergebnis belohnen, also du hast besonders schön geputzt, sondern belohnen, dass sie mitgemacht haben. Und ich belohne aber auch, wenn sie sich in der Zeit selbst beschäftigen, während ich putze. Also das ist auch eine Kommunikationsfrage, zu sagen, guckt, ich muss das und das mal machen, dazu brauche ich ein bisschen Ruhe, könnt ihr bitte miteinander spielen, euch da und damit beschäftigen. Und das belohne ich auch. Also da hat ja jeder so sein eigenes Belohnungssystem und sowas belohne ich tatsächlich auch. Einfach diese Kooperation, das Mitmachen. Und ich habe dann in solchen Zeiten, wo ich sage, okay, das ist was, da können die jetzt nicht so mitmachen oder die haben heute auch keinen Bock oder. Und die müssen sich selbst beschäftigen in der Zeit, da habe ich so meine kleine Trickkiste. Also da sind so Sachen drin, mit denen sie sonst nicht spielen dürfen, die dann was Besonderes sind. Also Slime, Kinetic Sand, Sticker, allen möglichen Schnieschnaschnuck. Oder die Kinder in die Badewanne und dann mal mit Knetseife spielen lassen. Oder. Gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. So, mein 4. Tipp sind Routinen. Also Haushalt zur Routine werden lassen. Also, dass es eine Routine ist, dass man abends vor dem Zu-Bett-Gehen nochmal zusammen das ganze Spielzeug einsammelt und aufräumt. Dass es eine Routine ist, dass ich immer donnerstags das Bad putze. Zum Beispiel, damit auch Kinder das reinkriegen, okay, jetzt ist wieder der Tag, jetzt ist wieder der Zeitpunkt, jetzt machen wir wieder das. Also Routinen finde ich da ganz, ganz wichtig, auch für einen selber. Also sowas wie ein Haushaltsplan ist halt auch super, super zur Strukturierung, dass man einfach einen Plan hat, dass es geordnet ist, dass es eine Routine ist. Und mein 5. Tipp, und der wird jetzt ein bisschen länger,
Und zwar habe ich eine Kooperation mit EasyFam und ich möchte euch heute das Taskboard genauer vorstellen, mit dem man eben den Haushalt super easy mit Kindern organisieren kann. Erstmal kurz was zu EasyFam. EasyFam, das sind Heidi und Christian. Das sind berufstätige Eltern von zwei Söhnen und die haben Management- und Organisationsmethoden aus der Wirtschaft in den Familienalltag übertragen. Und heute möchte ich euch das Taskboard vorstellen. Und zwar, das ist das Taskboard. Das ist eine magnetische Tafel, die kann man aufhängen oder in meinem Fall, ich stelle die hin. Und hier sind Magnete drauf mit verschiedenen Aufgaben. So. Und dann gibt es noch für jedes Familienmitglied, Moment, eine Figur. Also hier oben steht der Name des Familienmitgliedes. Ich habe das jetzt so gemacht, man kann natürlich auch Fotos einkleben. Ich habe einfach zu jedem noch ein Symbol gemalt, damit die das auch finden. Wenn gerade eine Aufgabe bearbeitet wird, also die nehmen sie sich quasi von diesem Taskboard und wenn die gerade gemacht wird, wie zum Beispiel, dass Svea gerade im Kinderzimmer aufräumt, macht sie sich das hier oben rein, dass sie das gerade tut. Und wenn es dann erledigt ist, kommt es nach hier unten auf diese roten Punkte. Und Ziel ist es, dass jedes Familienmitglied in der Woche 3 Sachen erledigt hat, aber in freier Zeiteinteilung. Also sie können sich selbst überlegen, wann sie das machen. Hauptsache ist eigentlich, oder das Ziel ist, dass sie in der Woche 3 Aufgaben erledigt haben. Also wir sind 3 Personen, also habe ich 9 Aufgaben auf dem Taskboard, die während der Woche erledigt werden. Manche Sachen macht man natürlich mehrmals, da gibt es dann mehrere Magnete mit demselben Symbol. Genau, und das wertet man dann einfach sonntags immer aus, ne? Hat jeder seine 3 Sachen geschafft? Was fand derjenige gut, was fand er schlecht? Natürlich immer angemessen am Alter der Kinder. Hier unten hat man etwas, das sind die Tagesaufgaben. Und hier hat man noch so kleine Spielfiguren. Also wenn die Tagesaufgabe erledigt wird, kommt das Grün nach oben. Wenn sie noch nicht erledigt ist, ist halt das Rot oben. Und da habe ich jetzt für meine Kinder ausgewählt, also morgens alleine anziehen. Wenn das erledigt ist, kann es grün gemacht werden. Dann am Nachmittag oder im Laufe des Tages bewegen. Also das ist mein Zeichen für Bewegung. Und hier haben wir dann nochmal, habe ich jetzt einfach stellvertretend genommen, zum Waschen, ins Bad gehen, wie auch immer. Wenn das dann abends erledigt wird, kann es auch grün gemacht werden. Bei Vince sind die Tagesaufgaben genauso. Meine Tagesaufgaben sind ein bisschen anders. Genau, und so hat jeder so seine Figur. Und das ist halt richtig, richtig, ich liebe das total. Also Vince hat dafür das perfekte Alter. Bei Svea ist es noch ein bisschen schwierig, aber das kriegen wir auch noch hin. Sie wächst jetzt halt quasi damit auf. Man hat halt einfach eine faire Aufgabenteilung im Haushalt, weil jeder irgendwie so ein bisschen mitmacht. Die Aufgaben der Kinder natürlich angepasst daran, was die natürlich können. Und wie gesagt, die Aufgaben werden halt symbolisch auf der Magnettafel dargestellt und dann hat jeder so eine Spielfigur für diese Wochen- und Tagesaufgaben. Empfohlen wird es auch tatsächlich ab 5 Jahren. Und die Kinder lernen so ganz nebenbei, total spielerisch, von klein auf Routinen kennen. Das Schöne ist aber auch diese freie Zeiteinteilung. Also, dass ich nicht sage, heute machst du dies, das und jenes oder das sind deine Aufgaben, sondern hier, such dir was aus, wenn du Bock hast, machst du es dann einfach. Und alle sehen, dass jeder mitmacht. Also das steht dann auch zugänglich für alle, sodass jeder immer wieder da drauf gucken kann, sehen kann, sich natürlich auch die Magnete von der Tafel holen kann. Und das System zeigt jederzeit ganz transparent den Arbeitsstand von jedem. Und da kann man sich gegenseitig motivieren oder man kann dann auch ganz stolz zeigen, guck mal, was ich schon alles geschafft habe oder. Und motiviert werden die Kinder eigentlich dadurch, dass man so ein kleines bisschen so einen Wettbewerbscharakter schon hat, dass ein hohes Maß an Selbstständigkeit, weil sie das halt komplett selbst entscheiden, halt auch durch die freie Zeiteinteilung. Finde ich super schön. Und dann macht man halt, wie gesagt, immer sonntags oder so nochmal einen kurzen Wochencheck. Vielleicht muss man als Eltern auch nochmal irgendwie was anpassen. Das kann man natürlich auch jederzeit verändern. Also da sind super viele Magneten dabei. Und die Aufgaben dann so ein bisschen anpassen. Wenn die Kinder größer werden, können sie ja andere Aufgaben übernehmen. Man hat auch weiße, also für die Tagesaufgaben, so Rohlinge,
wo man dann selbst was draufschreiben oder malen kann. Es gibt zum Beispiel auch eine Tagesaufgabe mit dem Hund gehen und auch grüne Rohlinge, um da einfach selber Symbole oder man schreibt es halt drauf, wenn einfach nichts Passendes dabei ist. Und optional kann man auch noch ein Belohnungssystem mit ergänzen. Das kommt dann hier hinten drauf. Da kommt dann das Belohnungssystem hin. Da hat man dann Magneten, wie zum Beispiel stellvertretend für eine Playstation zum Beispiel oder das Handy oder ausgehen, mit Freunden treffen, ne, dass man dann so ein Belohnungssystem daran koppelt. Das mache ich aktuell nicht, wird aber, glaube ich, später dann mal ein Thema werden. Also ich bin total begeistert von dem Taskboard. Ich finde es eine richtig clevere, tolle Idee. Und verlinke euch das mal unten in der Infobox, wenn ihr euch das noch genauer anschauen wollt. Das ist ausgelegt für 4 Personen. Also ich habe quasi noch Platz für eine 4. Person. Und wenn man einfach mehr Mitglieder ist, müsste man sich dieses Ergänzungsset dann einfach noch mit dazu holen. Es ist alles super leicht, es ist super schön verarbeitet, es ist mega kindgerecht. Also das funktioniert für mich von hinten bis vorne, ist das ein extrem gut durchdachtes System. Und das wollte ich euch heute gerne mit auf den Weg geben, mit empfehlen. Das waren meine 5 Tipps, wie man den Haushalt mit Kindern organisieren kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr jetzt noch einen Tipp habt, dann schreibt die gerne unten in die Kommentare und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!